Das nächste Thema ist etwas komplexer, und zwar geht es um Fußnoten in InDesign. Fußnoten sind gerade bei Großprojekten in InDesign immer mal wieder beliebt, wenn es um viel Fließtext geht und man Fußnoten benötigt, um Einzelheiten zu erklären. Ich baue jetzt einfach mal eine Fußnote hier hinter dem HKS ein. Könnte ja sein, dass ich das jetzt vielleicht noch genauer erklären möchte oder eine Quelle dazu nennen möchte. Ich gehe ganz einfach über Schrift Fußnote einfügen. Dann wird mir automatisch eine Fußnote erstellt. Und ich springe auch direkt hier unten in das Fußnotenfeld und kann jetzt hier etwas eintippen. Ne? Verwenden wir gleich mal das richtige Zeichen hier. Man sieht jetzt hier auch, bei HKS ist jetzt auch eine kleine Hochzahl daneben entstanden. Was etwas schade ist, bei den Fußnoten, die ich in InDesign erstelle, wird leider nicht automatisch ein Zeichenformat oder Absatzformat erstellt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss mir das im Nachhinein selbst erstellen. Na, ich gucke jetzt mir bei Absatz- und Zeichenformate. Ich sehe jetzt einfach nur, dass hier ein kleines Plus entstanden ist, weil das eine Abweichung im Format ist. Wenn ich das jetzt rausschmeißen würde, wäre das sehr ungünstig, weil dann hätte ich einfach eine ganz normale 1 hinter dem HKS stehen. Deswegen schauen wir uns hierzu die Optionen für Dokumentenfußnoten nochmal genauer an. Ich muss gleich vorwegnehmen, leider hat sich in der Fußnotenfunktion von InDesign in den letzten 10 Jahren oder so nicht sonderlich viel getan, was etwas schade ist, gerade für uns, da wir sehr oft oder für alle Leute, die sehr oft mit Großprojekten arbeiten, mit viel Fließtext arbeiten, mit vielen Fußnoten arbeiten. Man hat nur sehr eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten bei Fußnoten. Aber immerhin, wir können hier ein paar Einstellungen vornehmen. Wir können beschließen, was möchten wir für ein Format haben an Fußnoten. Mit Zahlen ist so die Standardeinstellung. Beginnen bei 1. Wir können beschließen, wann wir eine Nummerierung neu beginnen möchten. In der Regel, ja, das kommt ganz auf das Projekt an. Manchmal wird pro Seite nummeriert, wenn man mit sehr vielen Fußnoten arbeitet. Sinnvoller finde ich allerdings den Abschnitt, was bedeuten würde, dass ich jetzt bei jedem neuen Textrahmen eine neue, also die Fußnotennummerierung neu beginnt. Ein Präfix und ein Suffix kann ich noch anlegen. Gerne wird hier mit irgendwie einer Klammer gearbeitet. Ich kann hier noch festlegen, wo dieser Verweis genau stehen soll. Bei mir jetzt in diesem Fall bei Verweis und Text. Ich aktiviere mal die Vorschau, dass man sieht, was passiert. Jetzt habe ich hinter meinem HKS 1 und diese kleine Klammer stehen. Hier unten wird es jetzt interessant. Hier kann ich jetzt eine Zeichenformatierung und auch eine Absatzformatierung für die Fußnoten anlegen. Zuerst ganz wichtig, was ich gerade gezeigt habe. Wir brauchen auf jeden Fall ein Zeichenformat für unsere Fußnote. Es gibt jetzt hier noch kein voreingestelltes Zeichenformat, deswegen lege ich ein neues an. Natürlich auch wieder etwas, was wichtig ist, muss man zurückmelden an die Person, die das Template erstellt, dass man in diesem Dokument, in diesem Projekt Fußnoten verwenden möchte und deswegen braucht man selbstverständlich eine Zeichenformatierung für die Fußnoten. Ich lege mir jetzt ein neues Zeichenformat an und kann dann ja auch dieses Zeichenformat mit in das Template integrieren, nachträglich und das Template aktualisieren. Ich nenne es einfach mal Fußnote. Wichtig ist, dass es die Position hochgestellt hat. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht einstellen, denn meine Zeichenformatierung, das ist das Wichtigste. Eine Schriftgröße oder sowas spare ich mir, da ich möchte, in einer Überschrift eine Fußnote gibt, dass sie dann auch aussieht wie die Überschrift und die gleiche Schriftart hat wie die Überschrift. Deswegen lasse ich alle anderen Felder frei. So, das Zeichenformat hätten wir erstellt. Weiter geht's dann hier unten mit einem Absatzformat für meine Fußnoten, also die Erklärung, die dann unten an der Seite steht. Hier ist jetzt auch noch nichts vorgegeben, was ich verwenden kann. Verfahre ich genauso. Nenne ich mal Fußnoten Text. Und auch das muss ich natürlich dann an den Ersteller des Templates rückmelden, dass ich hier auch gerne noch ein Absatzformat hätte, beziehungsweise dieses eben auch einfach selber hinzufügen. Ich mache das Ganze ein bisschen kleiner. Fußnoten sind ja eigentlich so Randbemerkungen, deswegen reichen mir hier 8 Punkte. Im Layout kann ich auch noch ein paar Kleinigkeiten ändern, leider auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Ich kann einen Mindestabstand vor der ersten Fußnote einstellen, das ist auch eine wirklich wichtige Einstellung. Dann habe ich hier noch so ein paar Spezialmöglichkeiten. Was soll mit den letzten Fußnoten passieren auf der letzten Seite? Dann geteilte Fußnoten zulassen, ist jetzt hier standardmäßig aktiviert, bedeutet,
wenn es nicht anders geht, dass eben der Text einer Fußnote auch über mehrere Spalten bzw. mehrere Seiten, je nachdem, wie mein Dokument aufgebaut ist, zulassen kann. Ich möchte eine Linie über der ersten Fußnote in der Spalte. Das finde ich sehr schön. Allerdings ist mir ein Punkt hier viel zu dick. Deswegen stelle ich das mal ein bisschen kleiner um. Und ich brauche definitiv ein bisschen Versatz. Die Breite vielleicht auch ein bisschen kleiner. Ihr könnt euch gleich angucken, wie das Ergebnis ist. Ich denke, so komme ich jedoch schon relativ gut zurecht. Gehen wir mal runter. Genau, man sieht jetzt, es ist etwas schmaler geworden, nur noch 0,5. Ich sehe jetzt hier in meinem Absatzformat, habe ich auf jeden Fall was vergessen. Und zwar, einerseits darf dieses Absatzformat auf keinen Fall am Raster ausgerichtet sein, da ich jetzt einen viel kleineren Zeilenabstand gewählt habe. Und ich brauche dringend einen Tabulator, damit das nicht mehr so schief aussieht. Ich gucke mal, was hier parallel passiert. Ich denke mal, ein Tabulator so bei 5, 4, 4 Punkt gefällt mir hier jetzt eigentlich ganz gut. Ja, an sich relativ einfach. Schnell habe ich eine Fußnote erstellt. Wie vorhin schon erwähnt, die Fußnotenfunktion hat sich jetzt in den letzten Jahren leider nicht verbessert. Das hat ein paar negative Folgen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Und zwar springe ich mal zu meiner Tabelle hier auf der zweiten Seite und springe hier rein und versuche mal hier eine Fußnote einzufügen. Und ihr werdet sehen, es ist leider ausgegraut. Ich kann in einer Tabelle keine Fußnote einfügen. Traurige Geschichte, aber ich kann nichts machen. Es funktioniert nicht im InDesign. Ja, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich habe ein großes, riesengroßes Projekt. Ich möchte eigentlich nicht alle Fußnoten einzeln einfügen und irgendwie händisch formatieren und dann im Zweifelsfall ändert sich am Ende noch die Fußnote 1 und ich sitze stundenlang da und tippe die Zahlen überall ein. Deswegen habe ich mir hier einen kleinen Workaround ausgedacht, wie ich jetzt trotzdem hier in meinem Dokument eine Fußnote einfügen kann in der Tabelle. Und zwar wäre das jetzt in diesem Fall ja die Fußnote 1. Deswegen tippe ich hier eine händische 1 ein. Ich kann die hier jetzt ganz normal mit meinem Zeichenformat Fußnote belegen und dann sieht es wenigstens optisch schon mal aus wie eine Fußnote. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Um jetzt InDesign auszutricksen, gehe ich einfach ans Ende der Tabelle und füge hier eine Fußnote ein. Na, das ist jetzt meine Fußnote 1. Da kann ich jetzt auch einen Text dazu eingeben. CMYK-Farbraum. MYK. Ja, der einzige Nachteil ist jetzt im Moment natürlich noch, dass man diese Fußnote hier nicht sehen darf. Und die Klammer habe ich auch vergessen, aber jetzt sieht es doch schon fast so aus, wie es aussehen soll. Machen wir einen bedingten Trennstrich rein, dann sitzt das doch schon ja halbwegs. Ich brauche jetzt ein zweites Zeichenformat, um diese Fußnote hier zu verstecken. Und zwar dupliziere ich mir einfach mein Zeichenformat Fußnote und nenne das Ganze Fußnote unsichtbar und stelle die Farbe auf weiß oder auf ohne, so dass man die Fußnote nicht mehr sehen kann. Das ist der Workaround, den man hier verwenden kann, wenn man sich in eine Tabelle eine Fußnote reinschummeln möchte. Allerdings ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ihr könnt es euch denken, man hat jetzt das Problem, wenn sich diese Fußnote hier verändert, muss ich natürlich später händisch hier reingehen und diese Zahl wiederum anpassen. Was auch noch ein bisschen gefährlich ist, diese unsichtbare Fußnote darf ich natürlich nicht löschen. Muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben. Man kann sich auch überlegen, ob man vielleicht während man arbeitet Fußnote unsichtbar auf eine andere Zeichenfarbe stellt. Vielleicht irgendwie sich eine knallige Farbe raussucht. Ich habe jetzt hier gerade keine in meinem Dokument. Einfach, ne? Nehmen wir noch einfach eine RGB-Farbe, die können wir später nicht vergessen rauszulöschen, weil uns dann der Preflight anmeckern wird. Genau. Und ganz am Ende, bevor ich das Ganze druck, kann ich dann nochmal kontrollieren, ne? Stimmt die 1 hier überein mit der händischen 1, die ich gesetzt habe und kann dann am Ende einfach dieses Fußnote unsichtbar wieder auf tatsächlich unsichtbar stellen. Ja, das ist ein kleiner Workaround, den man verwenden kann. Leider ist das, wie gesagt, nicht so optimal im InDesign.
In der Regel muss man im InDesign allerdings keine händischen Fußnoten erstellen, höchstens wenn ein paar Korrekturen anfallen oder ja, nachträglich eben noch was eingefügt werden muss. Normalerweise ist es ja eine redaktionelle Aufgabe, die man von vornherein quasi so ein bisschen mitbedenkt. Und deswegen werden Fußnoten in der Regel ja mit im Word-Dokument geliefert. Das Schöne ist, dass InDesign mit diesen Word-Fußnoten auch umgehen kann. Ich platziere jetzt einfach mal ein Projekt, in dem Fußnoten auch enthalten sind. Dann nehme ich dieses Fußnotendokument. Und hier ist es jetzt wirklich besonders wichtig, mit einem RTF-Dokument zu arbeiten, weil Fußnoten sind sehr, sehr fehleranfällig im InDesign, besonders beim Import aus Word. Das liegt einfach auch daran, dass die beiden Programme mit Fußnoten ganz anders umgehen, die Fußnoten ganz anders strukturiert und aufgebaut sind. Ich öffne hier mal mein RTF-Dokument. Die Importoption möchte ich angezeigt bekommen, denn in diesem Fall muss ich ja auf jeden Fall sicher gehen, dass der Haken bei Fußnoten gesetzt ist. Es ist zwar standardmäßig gemacht, aber man weiß nie, wer vorher vielleicht die Importoption verändert hat und aus irgendeinem Grund die Fußnoten rausgenommen hat. Wäre schade drum, dann müsste man alles händisch nachpflegen oder nochmal von vorne anfangen. So, man sieht jetzt hier gleich, da sind die ganzen Inhalte mit reingehüpft. Damit es ein bisschen schöner aussieht, schmeiße ich mal die ganzen Abweichungen aus den Formaten raus und zoome mal jetzt ein bisschen näher ran. Also wir haben hier eine Fußnote drin hängen, die klebt jetzt ein bisschen an dem F dran. Da müsste man sich überlegen, ob man eventuell noch ein kleines Leerzeichen davor einbaut. Aber ansonsten sieht es doch schon mal genauso aus wie die Fußnoten, die ich vorhin im InDesign erstellt habe. Es wird auch fortlaufend nummeriert. Wir befinden uns immer noch im gleichen Textrahmen. Ich hatte ja vorhin eingegeben bei den Fußnotenoptionen, angegeben, dass ich hier eben pro Abschnitt die Nummerierung beibehalten möchte. Wenn ich das jetzt auf Seite ändere, ne, dann sieht man, geht es hier oben mit 1 los. Das ändert sich dann auch, wie man sich eben entscheidet und kann das auch am Ende nochmal anpassen. Hier im Fußnotentext ist jetzt leider auch noch eine Abweichung drin. Die muss ich jetzt in diesem Fall händisch rausziehen, weil ich die nicht alle gleichzeitig markieren kann. So, man sieht schon einen kleinen Fehler, der leider passiert ist. Das sind so diese Standardfehler, die dann vorkommen beim Import von Fußnoten. Jetzt ist hier überall ein Leerzeichen vorne drin. Gut, da kann man sich dann einen netten Grab-Befehl oder ähnliches ausdenken, um eben gerade die Kombination aus Tab, diesen Leerraum dann hier zu entfernen. Aber sieht auf jeden Fall schon mal alles relativ gut aus. In diesem Textrahmen möchte ich euch noch was zeigen, was leider auch ein sehr großer Nachteil ist von Fußnoten. Wenn ich diesen Textrahmen jetzt mal umstelle, und zwar möchte ich jetzt, dass der 2 Spalten hat, einfach nur mal als Spielerei. Ich meine, das ist jetzt in diesem Layout nicht vorgesehen, aber damit ihr mal seht, was passiert. Und dann füge ich doch einfach hier vielleicht noch eine Fußnote ein, damit wir besser sehen können, was passiert. Die Fußnoten, ich blende mal meine ganzen Zeichen wieder ein, dass man sieht, was hier passiert ist. Die Fußnoten orientieren sich immer an der Breite der Spalte, in der sich die Fußnote befindet. Das kann über größere Dokumente wirklich irgendwann auch blöd aussehen. Wenn man sich jetzt überlegt, hier sind irgendwie 10 Fußnoten drin, hier nur eine, dann hängt es auf jeder Seite so ein bisschen schief in der Gegend rum. Leider gibt es da keine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte jetzt, dass die Fußnoten hier über beide Spalten gehen oder ähnliches. Wenn man Sonderwünsche hat bei Fußnoten, bedeutet das eigentlich immer grundsätzlich Handarbeit, leider. Ich möchte euch aber noch kurz auf eine Möglichkeit des Workarounds hinweisen. Man kann dieses Problem umgehen. Es ist allerdings, ja, wie schon erwähnt, mit Handarbeit verbunden. Aber immerhin nicht so schlimm, dass man jetzt hier jeden Text einzeln rauskopieren muss. Man kann nämlich auch, also wenn man alle Fußnoten am Stück haben möchte, muss man sich nämlich abhelfen, indem man schon im Word selbst was ändert. Ich öffne mal kurz mein Word-Dokument. Öffne ich einfach direkt das RTF, das geht ja auch. Genau, und hier sind jetzt meine Fußnoten mit drin. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, diese Fußnoten zu verändern.
Und zwar bei Verweise habe ich hier die Möglichkeit, alle Fußnoten zu konvertieren in Endnoten. Und das ist die einzige Möglichkeit, damit ich alle Fußnoten am Stück im InDesign quasi importieren kann. Ich speichere das Ganze und schließe mein Dokument und kann jetzt hier euch zeigen, was passiert, wenn ich dieses Dokument jetzt nochmal importiere. Fußnoten möchte ich mitnehmen, Endnoten jetzt in diesem Fall natürlich auch. Und damit es besser aussieht, lasse ich wieder alle Abweichungen verschwinden und man sieht jetzt, alle Fußnoten sind hier am Ende gesammelt in meinem Dokument zu sehen. Das hat natürlich folgenden Vorteil, dass ich diese Fußnoten jetzt nehmen kann und platzieren möchte, wo ich möchte. Wenn ich wieder zu meinem Beispiel von vorhin zurückkomme, ich mache wieder einen zweispaltigen Textrahmen draus, könnte ich diesen Textrahmen jetzt zuziehen und hier unten drunter mit dem Textwerkzeug natürlich mir einen neuen Textrahmen erstellen und meine Fußnoten hier über beide Spalten einfügen. Ja, ist dann wirklich leider Handarbeit, aber die einzige Möglichkeit, wie ich diese Fußnoten jetzt über beide Spalten laufen lassen kann. Das wollte ich euch noch genau kurz zeigen.